Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Heute ist Donnerstag, Gründonnerstag, der 9. April 2020. Der Tag war ein bisschen chaotisch, viele Menschen sind unterwegs, Unfälle geschehen, Dinge ereignen sich, mit denen man nicht gerechnet hat. Und während ich unterwegs war, ist mir plötzlich durch den Sinn gegangen, dass James Joyce gar nicht 1922 von Virginia Woolf in der Hogarth Press veröffentlicht wurde, sondern von Sylvia Beach von Shakespeare and Company. Das war jetzt Fehler Nummer 3. Nächste Woche, verspreche ich, gucke ich vorher alle Daten nach, alle Behauptungen, die eventuell aufkommen, und alle Jahreszahlen. James Joyce entwickelte wie Virginia Woolf die Idee des Stream of Consciousness, also dieses Bewusstseinsstroms, in dem man das, was Leben sein könnte, einfangen möchte. Und 1922 war Virginia Woolf sogar einigermaßen eifersüchtig und wütend zu sehen, dass ein Kollege ein ähnliches Unterfangen, wenn auch ganz anders, vorangebracht hatte. Typische Schriftsteller-Eifersüchtelei, aber die Dinge lagen nun mal in der Luft, dass man sich mit der Atomisierung, den Wellenteilchen, aus denen die Realität zusammengesetzt ist, beschäftigt hat. Ich habe ja versprochen, nochmal auf Monet zurückzukommen. Und natürlich sein großes Bild von 1872, ich hoffe, das ist korrekt, die aufgehende Sonne wurde als das programmatische Bild der Impressionisten bezeichnet, eben auch als Impression. Das war natürlich auch ein bisschen kritisch gemeint. Die etwas konventionelleren Kunstkritiker meinten, ja, das ist ja nur ein Eindruck, das ist gar kein richtiges Bild. Aber genau darum ging es ja, diese Atomisierung der Wahrnehmung darzustellen. Und Monet hat sein ganzes Leben bis 1926 weiter daran gearbeitet, nicht nur in den Serien, in denen er die Kathedrale von Rouen oder verschiedene Aufnahmen der Themse gemalt hat, in verschiedenen Tageszeiten und zu verschiedenen Lichtzuständen, sondern er hat sie eigentlich auch immer weiter zerlegt, nämlich in den Seerosenteichen, die er in seinem eigenen Garten angelegt hatte und die auch eine ganze Zeit von der Kunstkritik so ein bisschen abgetan wurden als nicht gelungene Bilder. Von heute aus gesehen würde man sagen, es ist eine Auflösung in Richtung absoluter Malerei, so wie es auch die absolute Musik gibt. Ich zeige hier nochmal einen Seerosenteich von 1906. Und man sieht hier einen Seerosenteich von, der entstanden ist zwischen 1920 und 1926. Ich zeige noch einen weiteren. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, aber ihr könnt das beim Museum Barberini auf der Website auch super anschauen. Hier auch. Vielleicht in diesem ganz gut. Hier sieht man diese Zerlegung, aber man erkennt noch die Seerosen. Und hier gehen wir also jetzt im Detail der Bilder schon in die Richtung dessen, was man Malerei um der Malerei willen nennt. Diese Bilder sind in den 20er Jahren entstanden, also zur selben Zeit, als Virginia Woolf darüber nachgedacht hat, wie man den Roman neu gestalten könnte. Sie hat eine Art Manifest dazu veröffentlicht und geschrieben, also auch in Bezug nehmen wieder darauf, was ich neulich schon mal gesagt habe, was ist denn ein Roman? Stellt ein Roman Leben dar? Und wenn ja, wie lässt sich diese Wirklichkeit, die wir Leben nennen, in einem Roman darstellen? Und sie schreibt in diesem Manifesto: Der Geist empfängt eine Myriade banaler, fantastischer, flüchtiger oder bleibender Eindrücke, die stahlhart eingegraben sind. Sie kommen von allen Seiten wie ein Dauerregen von unzähligen Atomen. Und je nachdem sie fallen, je nachdem sie sich vereinigen, um das Leben am Montag, das Leben am Dienstag zu bilden, wird der Akzent verschieden aufgesetzt. Sie arbeitete von 1922 bis 1924 an Mrs. Dalloway. Und sie hat diese Frau, die im Deutschen hieß es eine Frau um 50, eine Frau von 50 Jahren, als es übersetzt wurde. Mrs. Dalloway ist 52 Jahre alt, eine gut situierte Londoner Dame, die am Abend ein Fest im Hause gibt. Sie geht auf in ihrer Rolle als Gattin. Das ist auch natürlich ein sehr spezifisches Milieu, das Virginia Woolf beschreibt. Aber sie wandert durch den Tag. Es ist ein Tag beschrieben, der skandiert ist vom Glockenschlag von Big Ben.
Das heißt, sie hat diese Leben, die sie beschreiben möchte, aus den Myriaden durch diese Form der Zeitstruktur also organisiert. Und sie erzählt auch von verschiedenen anderen Personen, wie dem Kriegsveteranen Septimus Warren, in denen sie ihre Erfahrung der Schizophrenie legt und dadurch hervorragend und sehr früh die Folgen einer Traumatisierung durch den Krieg, durch den Ersten Weltkrieg beschreiben kann. Überhaupt ist mir erst jetzt kürzlich ganz anders klar geworden, dass sie und andere Schriftsteller sich eben auch als Post-War-Authors gesehen haben, also die Erfahrung des Ersten Weltkriegs mit einbezogen und gedacht haben, in ihrer Art zu erzählen. Neben Septimus Warren Smith gibt es noch andere Figuren aus anderen Milieus, aber die Geschichte fokussiert immer wieder auf Mrs. Dalloway, die auch an verflossene Lieben denkt, an einen Freund, mit dem sie eine Affäre hatte, in eine Frau, Sally Seton, in die sie mal verliebt gewesen ist. Aber das Entscheidende ist, sie wandert durch den Tag und fängt die 100.000 Eindrücke ein, die sie umgeben. Und Klaus Mann hat, als dieser Roman im Deutschen erschienen ist, darüber geschrieben, man hat sich früher unter einem Roman etwas ganz anderes vorgestellt. Ein Roman schreiben hieß, eine bestimmte Geschichte erzählen. Hier soll Leben gezeigt werden, scheinbar ohne jegliche Auswahl, wie es als Geruch, als Lärm, als Geschmack uns bestürmt. Denn kein Ding existiert abgetrennt vom anderen. Alles ist Gewebe, Muster, Teppich und mystische Einheit. Ja, mit der mystischen Einheit habe ich es jetzt nicht so. Ich glaube ja, dass sie hergestellt wird. Aber dieses Fließen und dieses Aufnehmen dieser vielen Myriaden von Eindrücken, das praktisch auch so ein bisschen an den Fluss des Denkens anknüpft, von dem Heraklit sagte, man steigt nie in denselben Fluss, alles verändert sich und man versucht es in der Kunst paradoxerweise in einem Moment festzuhalten, ist für mein Empfinden am schönsten eingefangen in ihrem Roman Die Wellen. Ich habe jetzt Mrs. Dalloway nur ganz kurz nochmal in den Zusammenhang gestellt, um zu sagen, wenn man diesen Roman liest, diese genauen Beschreibungen eines Tagesablaufes und dann eben daneben doch nochmal an diese wunderbaren Bilder von Monet denkt, dann erfährt man etwas über den Zeitgeist und kann sich das ganz gut zusammen vorstellen, was da untersucht wurde. Zum Abschluss lese ich nicht aus Mrs. Dalloway vor, sondern aus den Wellen. Alles Stoffliche war aus der Festigkeit der Berge geschwunden. Wandernde Lichter trieben fiedrige Keile zwischen die Böschungen unsichtbarer Hohlwege. Aber keine Lichter erschienen zwischen den gefalteten Schwingen der Hügel und kein Laut war zu hören außer dem Ruf eines Vogels, der einen einsameren Baum suchte. Am Klippenrand kam das Gemurmel der von Wäldern gebürsteten Luft dem des Wassers gleich, das in einem tausendglasiger Mulden der hohen See gekühlt worden war. Als wanderte die Dunkelheit in Wellen durch die Luft, so breitete sie sich weiter aus, bedeckte Häuser, Hügel, Bäume, wie Wellen von Wasser, die Seiten eines gesunkenen Schiffs umspülen. Dunkelheit schwemmte Straßen entlang, wirbelte um einzelne Gestalten, verschlang sie, machte Paare unsichtbar, die sich in der von sommerlich vollbelaubten Ulmen herabrieselnden Finsternis umschlungen hielten. Dunkelheit rollte ihre Wellen durch begraste Schneisen und über die runzlige Haut von Rasenflächen, umhüllte den einsamen Dornbusch und die leeren Schneckengehäuse an seinem Fuß. Höher steigend wehte sie über die kahlen Berghänge und traf auf die Zacken und Schründe der Kämme, wo sich der Schnee ewig auf dem harten Fels hält, auch wenn die Täler voller rieselnder Bäche und gelber Weinblätter sind und Mädchen, die auf Veranden sitzen und zu den Schneefeldern hinaufblicken, das Gesicht mit dem Fächer beschatten. Auch sie bedeckte die Dunkelheit. Das war heute zum Abschluss. Ich wünsche euch frohe Ostertage und wir sehen uns dann und hören uns dann nächste Woche wieder. Es sei denn, ich kriege einen Rappel und lese am Samstag etwas vor. Bis dahin, alles Gute!